Das ist Ibrahim Shaibu. Er ist der wohl korrupteste Schiedsrichter, den der Fußball je gesehen hat. 1996 wurde er FIFA-Schiedsrichter. Bevor er 2011 aufgrund der Altersgrenze als Schiedsrichter aufhörte, wollte er wohl noch etwas Geld reinholen. Seine Masche war es, fragwürdige Elfmeter zu pfeifen, damit das Spiel auf eine bestimmte Anzahl von Toren kommt. Bei einem Freundschaftsspiel von Südafrika gegen Guatemala vor der WM 2010 pfiff er ganze 3 Elfmeter für Südafrika. 2011 schlug er dann bei einem Spiel von Argentinien gegen Nigeria zu. Nigeria führte 4:0, doch in der 8. Minute der Nachspielzeit pfiff er plötzlich ein Handelfmeter für Argentinien. Der Elfmeter wurde verwandelt und Nigeria gewann mit 4:1. Es wird davon ausgegangen, dass auf asiatischen Wettmärkten viel Geld auf genau 5 Tore gesetzt wurde. Shaibu soll von dem Spielmanipulator Wilson Perumal angeheuert worden sein. Dieser prahlte in einem Fernsehinterview damit, bis zu 100 Spiele manipuliert zu haben, darunter auch Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft. 8 Jahre nach dem Ende seiner Schiedsrichtertätigkeit wurde Shaibu von der FIFA lebenslang für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Fußball gesperrt. Heute ist er Offizier beim Militär vom Niger. Folge mir gerne um